Freunde, die nach Deutschland kommen. Ich bin gerade in einem typischen mittelgroßen Dorf. Die Leute haben mir Essen gegeben, Wasser trinken gegeben. Ist sehr schön hier. Und die Toiletten sind natürlich meistens, alle Moscheen haben eine Toilette. Und auch zum Waschbereich, wo man vor dem Beten sich waschen kann. Natürlich die Umstände müssen wir kennen. Die Sauberkeit ist nicht so hoch gesetzt meistens. Ich zeige euch mal kurz, das sind hier die Toilette. Hier sind die Waschmöglichkeit. Hier wird vor dem Gebet gewaschen, aber große Problem ist, in Osttürkei sind die Toiletten doch Alaturka genannte alte türkische Toiletten. Ja, hier hat jemand die Bombe drin gelassen. Eure Hintern müsst ihr mit Dammwasser sauber machen. Also entweder anpassen oder ablehnen, dann Toilettenpapier mitnehmen. So sieht das aus. Das ist